Ich freue mich, dass wir eine gute Zusammenarbeit haben zwischen Tel Aviv und Berlin. Tel Aviv ist eine wunderbare, lebendige Stadt mit natürlich sehr vielen großen Sorgen und deshalb freuen wir uns, dass die Zusammenarbeit da ist. Aber ganz wichtig ist, dass in beiden Ländern eine Akzeptanz von Minderheiten vorherrscht, dass jeder nach seiner Fasson glücklich werden kann und so leben kann und natürlich, dass die Bewegung zur Gleichstellung von schwul-lesbischen Menschen in die Gesellschaft vorankommt, in Israel und in Deutschland.